Und es geht los. Wie ihr gefragt habt, so bekommt ihr auch Belcampo on stream. Hier jetzt gegen Splash Mage. Ich versuche gerade hier zu erraten, was das für Musik ist. Ich kann sie nicht so richtig hören. Ja, die Leute wollen den Belcampo on stream haben. Ach, das Lied, okay. Ja, wir können sehen, auf jeden Fall geht einiges an Aggression immer von Splash Mage aus. Versucht die Leute da in sein Arcfire reinzubekommen. Was man ins damals auch oft gesehen hat, dass er unter den Plattformen gerne steht und da ordentlich Druck macht. Also es ist schwer dann zu approachen. Kannst du eben von oben nicht so gut wie approachen. Ich gönn mir jetzt ein Stück Käsekuchen. Danke. Oh. Game von Belcampo. Wer hier in Führung gehen. Ich glaube, die letzte Begegnung von den beiden hat Belcampo verloren. Jetzt im Moment sieht es besser aus, aber auch nicht viel besser. Es ist immer noch even. Splash Mage schafft es auszugleichen. Ja, es gibt Käsekuchen. Kann sich Naschtüten erstellen. Man muss nicht mal was für zahlen hier gerade. So ist das bei uns hier. Fritz Cola for free. Mhm. Okay. Bread and Butter hier von Belcampo, aber Splash Mage schafft es, da rauszukommen. Ja, jetzt gerade ganz guter Druck hier von Belcampo. Aber Arc Thunder. Und jetzt eine Edge-Situation, die sind ja auch immer besonders spannend bei Splash Mage. Aber Belcampo kommt da unbeschadet raus. Die Situation ist aber immer noch nicht vorbei, macht aber genug Druck mit der Splash Bomb. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Okay, das ist ein Eininken. 98%, der ist auf Full Rage. Ich weiß nicht, ob er immer noch eine Combo hat gerade. Er fischt schon nach einem Grab. Nee, na okay, das sollte ein Kill sein. No, okay, schafft es nicht. Schnell genug auf dem Boden und Splash Mage catch den Jump. Ach, dann ist Affenboy Mundatmer Levi. Oh ja, richtig schade, dass du nicht hier bist. Ich habe schon überlegt, das ganze Turnier einfach abzusagen. Es kann ja nicht sein, dass ein NDZ ohne Levi ist. Das ist halt Sad Gang. Oh, und hier die Up-Air von Belcampo. Wir bleiben also bei einem Even-Game. Und ich habe mir schon gedacht, dass das spannend wird. Also wir haben inzwischen... voll angeinkt. Das heißt natürlich auch, dass der Damage ein bisschen steigt. Oh. Ja, ganz wichtig, dass er da gerade nicht getroffen wird, wenn er voll eingeinkt ist. Ja, gerade so ein bisschen am Fischen hier die beiden. Ich weiß gar nicht, warum die nicht wieder einfach ins Neutral gehen. Einfach einen Schritt zurück. Gefühlt ist Inkling ein bisschen zu schnell. Einfach für Splash Mage generell oder für den Charakter Robin. Es wirkt so, als ob jedes Mal, wenn es so ein bisschen flinker wird, das doch für Probleme sorgt. Aber natürlich harte Punishes. Wenn er erraten kann, wo Belcampo als nächstes ist, kann er das natürlich auch punishen. Und zwar hart. Lifted Skull hat gegen Dafung gewonnen. Weiß ich nicht, also ich denke mal, das wurde richtig eingetragen. Hier bei NDZ ist es ja so... Oh! Habe ich einmal nicht hingeguckt, ne? Und es steht schon 1-0 für Splash Mage. Dann muss ich gerade einmal nachgucken. Ich denke mal, wenn die Leute das so eingetragen haben, dann stimmt das wohl. Lifted Skull gegen Dafung. Das wäre ja natürlich ein ordentlicher Upset. Da muss ich gleich mal reingucken. Das muss ja dann nachher hier. Dafung gegen STN. Dafung gegen Lifted Skull. Ja, tatsächlich. Ja, anscheinend schon hier der erste Upset. Hier gerade von den Mecklenburgern. Du kannst mir doch bestimmt sagen, wie man das nennt. Nennt man das Mecklenburger? Nennt man das Pommer?
wie nennt man das? Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern. MVler. Ja, es geht auch direkt weiter. Nochmal Battlefield. Ja, sicherlich keine schlechte Stage für beide. MVler. Okay, ich sag MVler. Ja, schon mal ein ziemlich guter Upset hier für Lifted Skull. Ich denke mal, das ist mit Peach. Ich glaube, Lifted Skull spielt Peach. Das ist ganz interessant, ja. Splash Mage hier. Viel an der... Seite von der Stage. Und wird hier getroffen von der Splash Bomb. Und damit hier der erste Stock hier schon. Das ist die erste große Lead, die Belcampo hier jetzt hat. Mal schauen, wie Splash Mage darauf reagieren kann. Oh, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ist an der Edge, ist voll geinkt. Und Belcampo macht ihm auf jeden Fall ordentlich Druck. Lässt ihn da kaum atmen. Aber oh mein Gott, was für eine Antwort hier gerade von Splash Mage. Einfach mal die Back Air und super early der Kill. Oh, da hätte ihn tatsächlich noch ein zweites Mal erwischen können. Wäre nicht gesprungen. Okay, also ein bisschen Chip-Damage hier gerade von Splash Mage, der sich hier langsam den Weg zurückbahnt. Aber die Up-Air kann hier keinen Kill bekommen, aber schon mal guten Damage. Oh, schöne Backer hier gerade von Belcampo, aber Splash Mage gut getaggt. Schafft es hier mit einem Parry ein Offset zu bringen. Und ja, er muss auf jeden Fall, so Belcampo muss auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein, dass er Offstage nicht von zu harten Hits erwischt wird. Aber, kriegt hier nicht den Abschluss. Das Splash Bomb macht ihm ordentlich Druck, aber schöne Backer hier gerade von Splash Mage. Und der hat jetzt gerade... Oh, Belcampo in einer sehr, sehr schlechten Situation. Gucken, wie es hier weitergeht. Random Down Smash. Keine Ahnung, was das war, aber 176%, da fehlt nicht mehr viel. Oh, schön. Sour Spot. Er versucht ja gerade alles, also Belcampo struggelt so ein bisschen den Kill zu bekommen. Ah, oh, auch der Downhill killt nicht bei ungefähr 200. Was killt denn da? Back Air wahrscheinlich einfach, ne? Und Down Air. Gut, also es ist wieder komplett even. Die große Lead von Belcampo ist wieder weg. Und das ist ein guter Anfang hier gerade für Splash Mage. Schon mit der Ladder 60% hier gerade auf Belcampo drauf. Das könnte das letzte Game sein, diese Sets. Und das ist Full Ink hier gerade. Wenn er jetzt eine Combo starten könnte. Unterbrochen von Splash Mage. Und der Jab. Hier wieder die Chance für Belcampo ordentlich Damage zu machen. Oh, das war hier gerade eben sehr, sehr knapp. Aber jetzt auch wieder keine gute Situation hier an der Edge. Wird early gekillt. Oh, auch das killt nicht ganz, aber 150% hier schon. So viel braucht Robin dann doch nicht zum Killen. Und hier die Fair und das 2-0 für Splash Mage. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das geseedet hatte. Ich glaube, Belcampo war unter Splash Mage geseedet, von daher kein Upset. Aber auf jeden Fall ein knappes.